Wow! Bitte bleibe konzentriert. Ein Abgrund, der zu breit ist, um ihn einfach zu überspringen. Aber für dich kaum noch ein Hindernis. Naja, was ist los? Ich kann den Gauntlet nicht stabil halten. Bleib zurück! Naja. Hey! Taylor, sei Dank. Ich meine, du bist, du lebst noch. Er hat versucht, den Gauntlet zu stehlen. Mach ihn fertig! Was? Hände weg! Ich habe nur versucht, dich wiederzubeleben. Und wie es aussieht, war ich erfolgreich. Du hast eine tolle Nummer abgezogen. Ein grelles Licht, ein Luftzug. Puh. Und dann warst du da. Dein Gesicht kenne ich doch. Mein Freund, ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Arif, zu deinen Diensten. Was wolltest du mit dem Gauntlet? Oh, ich habe Geschichten darüber gehört, wie gefährlich er ist und dass die, die ihn tragen, verschwinden und nicht mehr auftauchen. Woher weißt du das? Wo hast du das gehört? Meine Güte, wie wissbegierig. Sagen wir, ich habe es von Freunden gehört. Freunde? Ja, also ich bin auch auf der Suche nach ein paar Freunden. Die Ritter von Bastengar. Weißt du etwas über sie? Eigentlich nicht. Aber wenn du sie treffen willst, gibt es gleich dort einen Weg nach Bastengar. Wo? Hinter mir. Da ist ein Tor und eine Unmenge Sand. Vielen Dank für den Hinweis. Gern geschehen. Halte dich nicht zu lange in der Sonne auf. Falls du müde bist und dich ausruhen willst, gibt es in der Nähe ein Dorf. Hier, nimm das. Als Entschuldigung. Sie ist nur rudimentär, aber du kannst sie erweitern. Treffen wir uns später im Dorf. Bis dann. Ich glaube, ich mag diesen Mann nicht. Wenigstens hat er uns Informationen gegeben. Wenn die Ritter hinter dem Tor sind, können wir es freilegen? Vielleicht hast du dir den Kopf gestoßen. Weißt du noch, was gerade passiert ist? Der Gauntlet ist instabil. Und nicht nur das, er ist unvollständig. Er hat nicht genug Kraft, um etwas so Großes auszugraben. Noch nicht. Noch nicht? Kann er repariert werden? Vertrauen ist kompliziert. Verstehe. Aber ja, wir können den Gauntlet reparieren. Erinnerst du dich an die Vision und die Explosion des Gauntlets?
Seine Teile wurden über das ganze Land verstreut. Wenn wir sie zurückbekommen, können wir den Gauntlet Stück für Stück neu schmieden und dabei neue Kräfte erlangen. Und weitere Explosionen verhindern. Gut. Und wie können wir sie finden? Ich spüre ein mächtiges Stück in der Nähe. Mit dem können wir anfangen. Wir haben noch nicht die Kraft, das Tor freizulegen. Und das sollten wir ändern. Das Stück, das ich gespürt habe. Es ist von etwas umgeben. Er scheint durch einen Zauber geschützt zu sein. Vorsicht, Phantome! Wir sollten jetzt in der Lage sein, das Stück zu bekommen.
Gauntlet sollte jetzt stabil sein. Aber das Stück, das du gefunden hast, ist immer noch inaktiv. Es braucht genug Splitter, die richtig in den Gauntlet geschmiedet sind. Kannst du diese Splitter auch spüren? Ja, ich zeige es dir. Siehst du die Lichtstrahlen? Jeder ist ein Splitter, der nach dir ruft. Nach dem Gauntlet. Können wir das Tor zu den Rittern freilegen, wenn wir sie haben? Ja, und damit auch mehr Kräfte. Mehr Erinnerungen. Also, das ist alles etwas viel für mich. Ich brauche deine Hilfe. Der kannst du dir sicher sein. Dir darf nichts geschehen. Wenn du sie aus den Augen verlierst, nutze meine Sinne. Die werden dir den Weg zeigen. Lass uns finden, was du suchst. Was? Bei Telos, wo kommt... Wie bist du von dieser Seite aus hergekommen? Es gibt buchstäblich keine Brücke. Das ist eine lange Geschichte. Mir wurde gesagt, dass es in der Nähe ein Dorf gibt. Castrum 7 liegt genau auf der anderen Seite der Hängebrücke. Das ist so ziemlich die einzige Brücke, die nach dem Wächterzorn noch steht. Zorn des Wächters? Ja. Aus irgendeinem Grund begann der ganze Boden zu beben und alle Brücken in der Gegend stürzten ein. Eine Menge Leute sitzen fest. Ich bin auf der Suche nach den Rittern von Bastengar. Weißt du etwas über sie? Ich weiß nicht, ob ich dir dabei helfen kann. Du wirst dich im Dorf umhören müssen. Aber wo auch immer du hingehst, sei vorsichtig. Wenn sich der Sand bewegt, mach dich bereit zu rennen. Ich werde dir meine Augen leihen. Diese Wüste, die war vorher nicht hier. Ich erinnere mich an diesen Ort. Er war voller Leben. Es gab Flüsse und Wälder, Vögel und Tiere. Ein Paradies, so weit das Auge reicht. Was ist passiert? Sinne gehören dir.
Das hier ist ein Zauber. Die Gegner hätten unseren Essenzsteinen nichts entgegenzusetzen, wenn du bereit wärst, sie zu benutzen. Dieses große Phantom kommt kleinere herbei. Das macht es kompliziert. Weiterer Schritt. Wir nähern uns unserem Ziel. Lass mich dir zeigen, was ich sehe.
Das sieht aus wie die Überreste einer alten Brücke. Vielleicht können wir sie wieder hochheben. Aber meine Kraft reicht nicht so weit. Wir sollten uns umhören. Vielleicht können uns die Leute helfen. Ich bin neugierig. Natürlich bist du das. Bist du nicht auch neugierig? Hier muss es noch mehr Seiten geben. Sehen wir uns um. Ich werde dir meine Augen